Heute ist ein komischer Tag. Nicht nur, weil Rosenmontag ist, sondern weil wir einen Krieg mitten in Europa haben und auch der IPCC-Report, der Bericht des Weltklimarates, heute erscheint. Und damit das auch nicht untergeht, was die WissenschaftlerInnen die letzten 7 Jahre über die Zusammenhänge von Klimakrise, Gesundheit und vielleicht auch Kriegsgefahren herausgefunden haben, dafür machen wir heute dieses Video. Und wenn ich wir sage, dann bin ich heute nicht alleine hier im Studio, sondern ich freue mich sehr, Insa Thiele Eich zu begrüßen. Hallo. Astro-Insa bist du auf Insta und du bist laut Tommy Schmidt Deutschlands erste Fastronautin. Was ist das? Fastronautin ist, dass ich halt noch nicht im All war, aber schon lange als Astronautin trainiere und theoretisch jederzeit ins All starten könnte. Deswegen finde ich den Begriff eigentlich ganz nett und auf jeden Fall schöner als angehende Raumfahrtanwärterin. Es ist ein bisschen kürzer. Nun ist es ja bei den Wettervorhersagen im Fernsehen so, dass das zum Teil Meteorologen sind, also wirkliche WetterwissenschaftlerInnen. Zum Teil sind das aber auch Ansager. Bei den Astronauten war lange Zeit das auch eher so ein männlicher, pilotenähnlicher Beruf. Aber du bist ja auch eine richtige Klimawissenschaftlerin. Genau, also es hat sich von diesem männlichen Testpiloten, der in einer kleinen Blechbüchse ins All fliegt und man hofft, dass er wiederkommt, ein bisschen gewandelt hin zu, man hat mehr Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die als Passagiere mitfliegen, um eben auf der Raumstation dann Forschung zu betreiben. Und jetzt, das wird sich vielleicht ein bisschen wieder ändern, wenn wir wieder Richtung Mond und Mars gehen, aber man ist ein bisschen weggekommen von diesem Testpiloten, der nicht genau weiß, ob er wieder sicher zurückkommt und landet, sondern eigentlich ist Sicherheit das A und O in der Raumfahrt. Also man möchte alle wieder sicher auf der Erde haben. Und deswegen dürfen auch Brillenträger ins All. Deswegen dürfen mittlerweile auch Brillenträger und Brillenträgerinnen ins All. Und es ist auch so, dass die gesamte kommerzielle Raumfahrt, die jetzt auch stattfindet, eigentlich auch weiter das wird ja immer weiter wegkommen von Piloten, die selber eine Kapsel ins All steuern oder sogar irgendwie noch schnell eingreifen müssen, wenn was mit der Rakete schief geht, mehr und mehr hin zu Passagieren, die einfach dann die Möglichkeit nutzen, um im All Forschung zu betreiben, hoffentlich, oder auch andere Dinge. Wir haben gerade einen Krieg in Europa. Und ich mache mir große Sorgen, wie das weitergeht. Das kann im Moment noch keiner sagen. Deswegen ist mir auch wichtig, mal zu differenzieren, was ist eigentlich Wissenschaft im All und was ist auch Militär im All. Weil die treibende Kraft war ja lange Zeit auch Abwehrsysteme, Satelliten. Und viele Kriege, auch auf der Erde, finden ja statt, weil wir uns um knappe Ressourcen prügeln. Maßgeblich in der Vergangenheit um fossile Energie, um Öl, um Gas, um Kohlevorkommen. Wo siehst du aus deinem Blickwinkel den Zusammenhang zwischen dem, was gerade in der Ukraine passiert und der Idee, dass wir eigentlich eine friedliche Nutzung sowohl von dem Wissen, was wir im Weltall kriegen, als auch dem Wissen, wie wir miteinander friedlicher umgehen könnten, brauchen? Also es ist tatsächlich so, vielleicht als allererster Einstieg, wenn man die Erde von oben sieht, und ich weiß, es wurde schon echt oft gesagt, aber ich sage es einfach nochmal, weil es so wichtig ist. Man sieht von oben keine Grenzen. Und ich finde, wenn wir hier gerade stehen, ist Ukraine relativ weit weg oder auch Bangladesch, mein Forschungsgebiet, das ist auch relativ weit weg, viele tausende Kilometer, und betrifft mich hier in meinem kleinen Alltag in Bonn gar nicht so sehr. Aber wenn man mal aus dem All tatsächlich einfach nur rein emotional die Erde anschaut, winzig klein, vor einem im Fenster, also man kann sie komplett sehen, ohne Grenzen, außer ein Fluss ist die Grenze, sieht man Ländergrenzen ja tatsächlich einfach gar nicht. Und sieht auch, dass das alles gar nicht so weit weg. Also das betrifft uns ja alle unmittelbar. Und das auch jetzt, das, was jetzt gerade passiert, was ich auch genauso wenig abschätzen kann, was mir genauso Bauchschmerzen bereitet, auch das betrifft uns unmittelbar. Und diese ganzen Ressourcenkriege, die wir jetzt schon haben, das wird ja alles durch den Klimawandel auch nur noch viel, viel schlimmer. Also wenn ich jetzt noch Frischwasser zum Beispiel dazu werfen darf, zu den Ressourcen, die du schon genannt hast. Was passiert, wenn zum Beispiel in Bangladesch, das ist nahezu umschlossen von Indien, wenn Indien jetzt, die müssen über 1 Milliarde Menschen versorgen mit Frischwasser, haben große Gebiete in ihrem Land, die von Trockenheit bedroht sind, möchten also den Fluss umleiten, der eigentlich nach Bangladesch reinfließt. Und dann bekommt Bangladesch kein Wasser.
Was bedeutet das für die Millionen Menschen, die da vor Ort wohnen? Und das wird mit Sicherheit nicht alles nur friedlich zu lösen sein. Und das Ganze wird durch den Klimawandel einfach nur massiv verschärft. Und die Tatsache, dass wir uns jetzt schon noch am Anfang unserer ganzen Klimawandelzukunft schon so die Köpfe hier einschlagen auf der Erde, macht es nicht unbedingt, also ja, macht mir ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich denke, wir müssen solche Ressourcenkonflikte anders lösen können für die Zukunft, weil es wird nur schlimmer. Also das ist tatsächlich einfach so. Die sozialen Konflikte, die sich aus der Klimakrise ergeben, sind auch Teil dessen, was heute am Tag durch den Weltklimarat die Forschung zusammenfasst, die die letzten 7 Jahre auch auf höchstem Evidenzniveau lief. Wir hatten im ersten IPCC-Bericht im August mehr die Physik des Klimawandels im Blick. Aber jetzt geht es auch ganz konkret um diese Frage, welche Folgen sind absehbar. Ich hatte ein Briefing mit Friedrich Otto eine Session, wo sie ist Attributionsforscherin, kann also sehr genau berechnen, wie unwahrscheinlich bestimmte Ereignisse ohne Klimakrise gewesen wären und wie sicher heute der menschengemachte Klimawandel eben zu mehr Dürre, zu mehr Fluten, zu mehr Extremwetterereignissen führen. Also diese Ungerechtigkeit, die da auch drin steckt, dass die Länder, die historisch sehr, sehr viel CO2 in die Atmosphäre entlassen haben und die, die heute darunter leiden, die kriegen ja auch aus deiner Weltraumperspektive eine völlig andere Sicht, weil ein CO2-Molekül in der Atmosphäre ist ja völlig wurscht, aus welchem Land es kam. Es tut, was seine Natur ist. Naturgesetze sind nicht verhandelbar. Es überheizt einfach die Atmosphäre. Und wir gucken immer noch, erstmal müssen die Chinesen oder erstmal müssen die, sonst machen wir gar nichts. Und das ist doch aus dem Weltall auch so ein bisschen Kindergarten, oder? Es ist absoluter Kindergarten und ich finde es wahnsinnig unfair. Also mich persönlich triggert auch unfair, absolut. Deswegen werde ich da auch sehr emotional und hitzig, weil es einfach, also meine Forschung war zufälligerweise in Bangladesch. Ich habe an der Uni ein Projekt angeboten bekommen, da war eine Stelle. Es war Auswirkungen des Klimawandels auf Bangladesch. Ich habe mir das nicht ausgesucht, das fiel mir so zu. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr hat mich das tatsächlich einfach wahnsinnig aufgeregt, dass, wie unfair das ist, dass da Millionen von Menschen mit ohnehin schon weniger Zugang zu vielen Ressourcen, also wir sitzen ja hier sehr bequem alle und wir können viele Teile auch einfach ganz bequem aussitzen, außer wir wohnen zufälligerweise halt an einem Ort, der eine Katastrophe wie das Ahrtal zum Beispiel erlebt. Ansonsten, was wird passieren? Wir zahlen vielleicht mehr für Strom, wir zahlen mehr, wenn wir an der Tankstelle stehen und tanken. Wir können vielleicht nicht mehr ganz so günstig nach Malle fliegen. Das sind so ein paar Dinge. Es kosten vielleicht auch Produkte im Supermarkt mehr. Auch das wird hier in Deutschland zu einer großen sozialen Ungerechtigkeit führen. Aber insgesamt im Vergleich zum Rest der Welt sitzen wir das noch relativ bequem ab, haben aber mehr als doppelt so viel wie der Rest der Weltbevölkerung dazu beigetragen, für überhaupt diesen menschengemachten Klimawandel zu sorgen, nämlich durch das, was wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten hier alles an fossilen Brennstoffen zum Beispiel verbraucht haben. USA findet natürlich immer jemanden, der noch schlimmer ist. Die USA sind noch schlimmer. Ich glaube, je nachdem, welche Studie man nimmt, das sind so 20% des Klimawandels wird der USA zugeschrieben. Das hängt aber immer sehr davon ab, wie genau man das definiert. Deutschland ist auf jeden Fall auch weit entfernt von unschuldig und weit über dem Durchschnitt. Das muss man mal ganz klar sagen. Bangladesch ist weit unter dem Durchschnitt. Wer leidet schon? Bangladesch. Wo gibt es schon Klimaflüchtlinge? Bangladesch. Aus Deutschland ist noch niemand geflohen, weil er Klimaflüchtling ist. Tatsächlich ist es so, dass wir aus Bangladesch 2015, 2016 hatten wir anerkannte Klimaflüchtlinge. Die waren anerkannt. Es war ein anerkannter Grund zu fliehen, weil das Klima bei denen zu Hause so zerstört war oder dass keine Lebensgrundlage mehr da und eine Bedrohung war. Mittlerweile hat man clevererweise, soweit ich das richtig verstanden habe, diesen Zustand, diesen Status Klimaflüchtling einfach mal abgeschafft zur Sicherheit. Und das ist natürlich was, das steht ja auch im neuen, in dem gerade erschienenen Bericht, dass wir dafür sorgen müssen, dass wir mit diesen Migrationsbewegungen, die unweigerlich kommen werden, das ist ein Fakt, also es wird massive Migrationsbewegungen geben, dass wir da Richtlinien haben und vor allen Dingen gesellschaftlich eine offene Kultur haben, um damit auch gut umzugehen und nicht zu sagen, ach, wir machen alle Grenzen dicht, weil jetzt kommen die aus den ganzen Ländern aus dem globalen Süden und wollen zu Recht Frischwasser und Zugang zu Ressourcen haben, die vor Ort nicht mehr da sind. Und ich würde mal sagen, wir könnten das, aber so wie es bisher läuft, also die
Flüchtlingspolitik der Europäischen Union, würde ich mal sagen, ist nicht vorbereitet auf das, was kommt. Und das ist zum Beispiel was, was ja auch jetzt gerade in dem Bericht sehr, sehr, sehr stark auch betont wird, dass diese Migrationsbewegungen auch schon jetzt einfach mal mitgedacht werden müssen. Das wird kommen, das wird passieren. Und das ist auch richtig so, dass die Menschen, die keine Lebensgrundlage mehr zu Hause haben, auch dahin gehen können, wo noch Wasser ist, wo noch Land ist, was ich noch bebauen kann, was nicht total versalzt ist, weil der Meeresspiegel so angestiegen ist. Diese Komplexität ist eine riesen Herausforderung. Und das eine ist, sich vorzubereiten auf die Menschen, die, wie du und ich ja auch, wenn wir im globalen Süden wohnen würden und dann wächst nichts mehr auf den Feldern, dann gibt es kein Trinkwasser mehr, dann würde jeder Mensch natürlich mit seiner Familie versuchen, irgendwo hinzukommen, wo es noch irgendwie lebensmöglich ist. Und wenn wir die Szenarien nach vorne raus anschauen, werden das Milliarden sein, wenn große Teile der Weltbevölkerung nicht mehr da sein können, wo sie im Moment sind. 2050, 2100. Aber wenn wir noch einmal uns auf Deutschland fokussieren, du hattest gerade das Ahrtal angesprochen, was ich ja so abstrus finde. Und ist das bei einer Überschwemmung in Bangladesch im Schnitt weniger Menschen sterben als jetzt im Juli 2021 im Ahrtal? Wie ist das denn zu erklären? Also es ist auch, wie alles, was mit dem Thema Klima zu tun hat, sehr komplex. Aber das Erste, was mir eingefallen ist, tatsächlich, als ich das gehört habe, war, wir hatten eine Situation, als wir in Bangladesch waren, da haben wir, also unser Projekt hat Workshops in den Slums gemacht und wir haben die Slumbewohner und Bewohnerinnen gebeten, bestimmte Naturereignisse, also wie zum Beispiel Vulkanausbrüche, Überschwemmungen, Dürre, wir so 10 haben wir ausgewählt und auf Karten gelegt und haben die gebeten, die in der Reihenfolge zu priorisieren, wie sehr das ihren Alltag betrifft oder wie sehr das ihnen Angst bereitet. So. Und tatsächlich tauchten Überschwemmungen überhaupt nicht auf. Also die blieben immer liegen oder waren, wenn, dann ganz unten. Und das war etwas, also die Kollegin, die das durchgeführt hat, wir waren dann erstmal überrascht, aber wir haben uns das dann so erklärt. Tatsächlich, wenn etwas jedes Jahr auftritt, wenn 20% meines Landes, des ganzen Landes im Durchschnitt jedes Jahr überschwemmt ist, dann ist das Business as usual. Dann habe ich meine sozialen Mechanismen, ich habe meine Routinen, ich weiß, was kommt. Ich habe idealerweise auch schon Frühwarnsysteme und Bangladesch hat ja auch in der Vergangenheit auch schon schwere, schlimme Katastrophen gehabt, wo viele Menschen gestorben sind, aber halt dann halt auch Frühwarnsysteme eingerichtet. Und tatsächlich funktionieren die in großen Teilen sehr viel besser als zum Beispiel hier im Ahrtal. Und das Schlimme hier ist ja, dass wir diese Tests hatten und wir wussten, dass unsere Katastrophenmechanismen nicht funktionieren. Und die Strukturen, die wir jetzt gerade haben, wo teilweise, bin ich jetzt nicht ganz, vielleicht nicht 100% korrekt informiert, aber so wie ich das verstanden hatte, teilweise einzelne Kreise das komplett unterschiedlich handhaben können. Aber eine Naturkatastrophe bleibt ja nicht in Landkreisen. Also die bewegt sich ja auch vielleicht mal von A nach B und vielleicht muss mal jemand aus dem Kreis Bescheid sagen, Achtung, da kommt eine große Flutwelle. Und was ich mitbekommen habe, was da lief, ich war natürlich nicht direkt vor Ort involviert in das Katastrophenmanagement, da waren wir einfach null vorbereitet. Und was man auch sagen muss, ich habe Bekannte und ja, Freundinnen auch, die im Ahrtal wohnen, die haben halt auch gedacht, wird schon nicht so schlimm werden. Wie schlimm soll es werden? 3 Meter ist da unten und dass das Wasser plötzlich dann an der Terrassentür steht, wenn man eigentlich 500 Meter von der A weg wohnt und das noch nie passiert ist, damit hat keiner gerechnet. Man konnte das einfach, diese Sturzflut, die da kam, das hat man noch nie erlebt, das haben die Eltern nicht erlebt, das haben die Freunde nicht erlebt, das haben die Nachbarn nicht erlebt und dann rechnet man irgendwie auch nicht damit, wird schon gut werden. Unser Gehirn ist ja sehr gut darin, uns vorzugaukeln, passt schon, mir passiert schon nichts, das sind dann die anderen, denen was passiert. Und das sind alles so Dinge. In Bangladesch, jemand, dem das Wasser mehrere Wochen vor der Haustür steht, der wird, wenn jemand sagt, morgen kommt eine große Überschwemmung, der wird dann wissen, was zu tun ist. Und ich hoffe, dass es jetzt hier auch in Deutschland mehr dafür sorgt, dass sich Kommunen und auch vielleicht die Bundesländer oder auch bundesweit, das ist eine große Aufgabe, dass wir da zu einem besseren Katastrophenschutz kommen. Dieser Begriff, der auch über dem IPCC-Bericht steht, heißt Vulnerability, also die Verletzlichkeit, die Verwundbarkeit von uns, die wir psychologisch, wie du auch richtig sagst, auch aus der Medizin kennen. Die Raucher sagen ja, ich kenne einen Raucher, der ist 100 geworden. Ja? Also wir sind großartig da drin, objektive Risiken aus unserem Bewusstsein rauszuhalten und zu denken, ach, das kann mir alles nichts.
Und für mich war 2018 schon so ein Jahr, wo es bei mir Klick gemacht hat, wo es so affenheiß war, wo ich keinen klaren Gedanken mehr fassen konnte im Sommer, wo wir im Urlaub waren und ich es null genießen konnte, weil es einfach viel zu heiß war. Wir waren ja in Frankreich. Es gibt diese Bilder von der Weltraumperspektive auf Europa 2018 und wenn man sich das mal anschaut im Vergleich zu vorher, ist da, wo es vorher grün war, plötzlich alles braun. Und das war 2018, das ist jetzt auch schon wieder 4 Jahre her. Was steht in den Studien, mit denen du dich auch befasst? Wo werden wir von dieser Verletzlichkeit auch in Europa zukünftig mehr erleben? Puh, wahrscheinlich, das kommt ein bisschen drauf an, auch wie viel Ressource oder wie verwundbar wir tatsächlich sind. Jemand, der viele Möglichkeiten hat, sich in seinem Umfeld woanders hinzubewegen, vielleicht auch mal umzuziehen, ist natürlich weniger verwundbar als jemand, der einfach zum Beispiel finanzielle Mittel gar nicht besitzt. Soziales Kapital ist auch noch ein ganz wichtiger Stichpunkt. Habe ich Zugang zu Bildung und Zugang zu Informationen, um mich auch entsprechend zu informieren über das, was an Katastrophen zum Beispiel kommt. Das sind alles ja Dinge, die die Verwundbarkeit oder die Vulnerabilität auch ausmachen tatsächlich. Also wir sind nicht alle gleich verwundbar in Deutschland. Ja, auch ich denke ja auch immer als Arzt an körperliche Beweglichkeit. Ja? Genau. Was ist mit Menschen, die schon vorher krank sind, die sich nicht, die nicht ein gesundes Herz, eine gesunde Lunge und gesunde Möglichkeit haben, mit Hitze zum Beispiel auch körperlich gut zu reagieren. Genau. Also, und da sind wir in Deutschland extrem schlecht. Also wenn man sich mal klar macht, wir haben in Deutschland 2018 20.000 Hitzetote etwa gehabt, dann sind wir in absoluten Zahlen an Platz Nummer 3 weltweit nach China und Indien. Und in absoluten Zahlen, nicht in Anteilen von der Bevölkerung. Und woran liegt das? Weil wir eben viele Menschen haben, die vulnerabel sind, die älter sind, die vielleicht übergewichtig, Diabetes, Herz-Kreislauf erkrankt und. Und das sind die Menschen, die dann als Erste auch mit der Hitze nicht mehr umgehen können. Und was ich so abstrus finde, ist, obwohl das wissenschaftlich ja seit Jahrzehnten immer besser belegt wurde, was da kommt, wir haben diesen Bogen nicht gekriegt, dass wir das ins Handeln übersetzen. Und deswegen gibt es ja auch Menschen, die sagen, wozu noch ein wissenschaftlicher Bericht, der noch genauer sagt, da und da und da ist die Kacke am Dampfen, um es mal vulgär zu sagen, wenn das nicht zum politischen Handeln führt und wir immer noch sagen, ja, oh, dann wird aber das Benzin teurer oder können wir uns das leisten, die Wirtschaft leidet. Wie gehst du mit dieser offensichtlichen Widersprüchlichkeit um, dass die wissenschaftliche Evidenz da ist und trotzdem wir Menschen es auch in so reichen, ressourcengesegneten Ländern wie Deutschland nicht gebacken kriegen, uns erstens um die Verhinderung von weiterem Temperaturanstieg zu kümmern, als auch um die Anpassung, die notwendig ist. Ja, das ist etwas, das hat mich, ehrlich gesagt, 2018 war ich noch auch auf dem Standpunkt, dass ich dachte, okay, wir wissen alles. Also wir wissen ja schon, wie es ist. Auch jetzt, was im IPCC steht, da ist oft einfach teilweise wirklich nur die Sicherheit der Aussage verschärft worden. Also es ist dann nicht sehr sicher, sondern es ist 99% sicher. Das ist so ungefähr das Maximum, was in der Wissenschaft möglich ist. Und es hat sich einfach nur alles verschoben hin zu noch mehr Sicherheit in den Aussagen. Es ist jetzt nichts Neues. Es ist nicht, oh, wir werden plötzlich mehr Hitzewellen haben. Oh, wir werden mehr Standwetter haben. Das ist alles nicht neu. Das wussten wir alles schon 2007, 2008, 2009. Aber 2018 war ich noch auf dem Standpunkt, okay, vielleicht sagen wir es nicht deutlich genug. Es muss an mir liegen. Ich benutze vielleicht die falsche Formulierung. Vielleicht möchte die Politik es einfach in einem anderen Wortlaut hören. Vielleicht muss ich mehr auf die zugehen. Und dann irgendwann kam zum Glück Friday for Future. Da war ich dann sehr dankbar, dass diese Bewegung gestartet hat. Und ich gemerkt habe, okay, da sind Leute, die das hören, was wir sagen. Weil ich habe zwischenzeitlich wirklich, also man fängt an, am eigenen Verstand zu zweifeln, wenn man sagt, so viele Klimawissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und auch Sozialwissenschaftler, wir sind ja schon vernetzt, wir sind ja schon interdisziplinär schon lange und gehen dieses komplexe Thema schon lange über verschiedene Disziplinen an. Aber warum hört uns keiner? Und dann fängt man ja erstmal an, bei sich selber den Fehler zu suchen. Sind wir nicht auf den richtigen Veranstaltungen? Kommunizieren wir nicht richtig? Und ja, da sind bestimmt auch Fehler gemacht worden. Aber ich habe so lange probiert, das selber zu verbessern und einen anderen Bereich zu finden, wo ich jetzt noch die Botschaft noch unterbringen kann. Und dann gemerkt,
aha, bei Friday for Future, es gibt eine große Bewegung an Menschen, die hören zu, die wissen das, es muss was anderes sein. Und dass wir nicht umsetzen in der Politik, ist mir immer noch ein Rätsel, hat mich aber dann 2019, war ich an dem Punkt, dass ich gesagt habe, es kann nicht mehr nur an mir liegen, ich gehe jetzt mal selber. Ich suche mir jetzt selber eine Aufgabe in der Politik und ich bin 2020 bei uns in der Kommune mal eingestiegen als sachkundige Bürgerin zum Thema Klimaschutz. Und da habe ich dann mal gemerkt, das ist ganz oft einfach, teilweise ist das Wissen nicht so ganz da, dann kommen große 400-Seiten-Dokumente, dann liest man nur die erste Seite der Zusammenfassung zurecht, weil wie soll man das auch verstehen? Es gibt viele, viele andere Themen in Kommunen, die genauso wichtig sind, die halt auch Tagesgeschäft sind, die auch behandelt werden müssen. Es hat vielleicht keiner Zeit, gerade in der Kommunalpolitik, das ist Ehrenamt, das war mir persönlich ehrlich gesagt gar nicht klar, dass das Leute sind, die in ihrer Freizeit abends ab 17 Uhr stundenlang in Ausschüssen sitzen und da Entscheidungen für die Kommune vor Ort treffen. Das sind aber einfach die Menschen, die da wohnen. Und das ist etwas, da ist auch kein großes Geld dahinter. Das ist aus einer hohen intrinsischen Motivation heraus, das Leben vor Ort zu verbessern. Das bedeutet aber nicht, dass die Leute in der Lage sind, unbedingt auch oder vielleicht auch die Zeit haben oder auch hier die Ressource, Zugang zu diesen IPCC-Berichten zu haben und das auch zu verstehen und in Handlung umzusetzen. Und da braucht es einfach sehr viel Unterstützung und Hilfe seitens meiner Meinung nach der Bundesregierung und auch Geld, um es mal platt zu sagen. Und vielleicht, um das abzukürzen, also ich merke auch gerade zum Beispiel das Thema mit Vulnerabilität in der eigenen Kommune, das ist etwas, wenn wir dann besprechen, brauchen wir vielleicht eine Seniorenberatung in Königswinter. Wir möchten eine Stelle dafür schaffen und dann wird darüber geredet, warum das sinnvoll ist. Und dann, wenn man dann dazu sagt, ja genau, und das ist auch sinnvoll, weil wir dann in Hitzeperioden überhaupt mal wissen, wo wohnen denn unsere Senioren und Seniorinnen? Haben die überhaupt ein soziales Netz hier? Das ist eine ganz wichtige Frage. Aber dafür muss eine Kommune auch erstmal wissen, wie viele Seniorinnen und Senioren habe ich denn überhaupt? Sind die angegliedert an eine Familie? Sind die in der Tagespflege vielleicht sogar? Oder muss ich jemanden vorbeischicken, der guckt, ob in der Hitzeperiode die Person noch trinkt? Das ist ja eine Riesen... Wir wissen es einfach nicht, zumindest in Königswinter. Und im Ahrtal war das ja auch ein Riesenproblem, dass die Leute dann in den Tagen danach, man wusste gar nicht, wo wohnen denn überhaupt die Leute, die über 80 sind und vielleicht körperlich schon so eingeschränkt sind, dass sie sich nicht selber helfen können. Das wusste man einfach nicht. Und das war dann, das sind alles so Dinge, das kann man vorbereiten. Man kann vielleicht Register anlegen und sowas, aber das haben wir bisher nicht getan. Und das sollten wir dringend tun. Und deswegen auch so ein bisschen der Appell, dass man vielleicht auch sehr viel mehr anfängt, politisch selber aktiv zu werden in dieser Richtung. Weil das ist meiner persönlichen Meinung nach, also wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler noch mehr darauf hinweisen, dass es einen menschengemachten Klimawandel mit vielen schlimmen Folgen gibt, können wir nicht mehr. Das geht nicht mehr. Es ist schon alles da. Da brauchen wir nicht noch 10 Jahre warten. Aber wir müssen die Politik zum Handeln kriegen. Und das geht nur, indem man da selber auch mit aktiv wird und nicht, man kann zum Beispiel Abgeordnete anschreiben, einfach sagen, mir ist das wichtig, denn ganz oft wird auch dann gesagt, ja, aber die Bürger, die wollen das alles gar nicht. Die wollen kein Tempolimit. Die wollen kein Tempolimit. Ich glaube schon, dass wenn ich jetzt sage, das ist die günstigste Methode, um ab morgen sofort Geld einzusparen, das ist schon was viele Leute wollen. Aber da wird immer so ein bisschen auch gesagt, nein, die Bürgerinnen und Bürger, die möchten das alles nicht und wir dürfen ja auch die Bürgerinnen und Bürger nicht zu sehr belasten. Und viele von denen, wenn man die große stille Mehrheit halt nicht hört und nicht hört, dass die sagen, doch, wir wollen Klimaschutz, wir wollen, dass auf Klimaanpassung geguckt wird, dann wird das auch so ein bisschen als Ausrede benutzt, einfach mal lieber abzuwarten und nicht so viel Veränderung auf einmal reinzuführen. Und zum Beispiel der Bürgerrat für Klima, der war letztes Jahr, da waren 100 zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger. Da war ich total überrascht, was für Maßnahmen die vorgeschlagen haben. Und das waren ja zufällig ausgewählte Menschen, die Maßnahmen vorgeschlagen haben, wo ich schon dachte so, hui, das sind aber sehr heftige Maßnahmen, also zum Beispiel Abschaffung des Verbrenners, sehr viel früher als von Wissenschaft gefordert. Die haben halt gesagt, sehr viel früher, Tempolimit auf jeden Fall. Und das hat mich sehr überrascht, dass wenn man einmal, als die Menschen verstanden hatten, die wurden von Experten und Expertinnen begleitet, und ihnen wurde immer erklärt, so und so ist die Lage, das ist die Wissenschaft. Und dann wurde das umgesetzt in sehr krasse Handlungsempfehlungen. Und das ist was, da braucht es vielleicht noch mehr Druck, vielleicht auf die Politik, aber ich bin keine Politologin. Nein, aber ich fasse mal das, was du sagst, zusammen, weil immer wird mal gefragt, ja, was machen Sie denn persönlich und was kann denn der Einzelne tun? Und die klare Botschaft ist, das Wirksamste, was der Einzelne oder die Einzelne tun kann, ist, keine Einzelne zu bleiben.
sich zu verbinden mit den Organisationen, die es schon gibt, in der Kommune Verantwortung zu übernehmen, in NGOs. Es gibt tolle Umweltverbände, es gibt meine Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen, es gibt, wenn man aus dem medizinischen Sektor kommt, das Netzwerk Allianz Klimawandel und Gesundheit. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich zu engagieren und sich zu artikulieren. Und im Moment hatten wir 2 Jahre Pandemie, haben da oft ein Virus gestartet, was in der Folge der Zerstörung der Naturräume von Wildtieren und dem Wildtierhandel entstanden ist. Wir haben ignoriert, dass, wenn wir jeden Tag über Corona reden, die Klimakrise nicht pausiert, sondern munter weitergeht. Und wir haben jetzt wieder von höchster wissenschaftlicher Instanz gehört, die Klimakrise ist echt, sie ist menschengemacht, die Experten sind sich total sicher da drin, müssen wir keine Sekunde mehr drüber reden. Menschen können noch etwas ändern, theoretisch könnten wir 1,5 Grad noch erreichen, es wird aber mit jeder Woche, die wir weiter zögern, immer schwieriger. Und es gibt noch einen Rest Hoffnung, deswegen die Frage, wo ist da für dich noch der Restfunken Hoffnung, dass wir das gewuppt kriegen? Warum engagierst du dich so Tag und Nacht? Du hast 4 Kinder, du hast einen wissenschaftlichen Job, du hast diese super Mission, die erste Deutsche im Weltall zu sein. Du könntest dir das Leben auch leichter machen. Das stimmt, aber da würde ich, glaube ich, nicht mehr schlafen können. Ich kann auch so nicht schlafen, aber okay, gut. Ja, es ist tatsächlich, also ich hatte wirklich 2019, ganz ehrlich, hatte ich schlaflose Nächte. Also ich bin dann, wenn ich nachts wach geworden bin, habe ich darüber nachgedacht. Ich lag dann neben meinem damals 1-Jährigen und habe dann wirklich ihn angeschaut und wirklich gedacht, also da hatte ich Bauchweh, konnte nicht schlafen und habe mir wirklich auch Sorgen gemacht. Und ich mache mir auch immer noch Sorgen, tatsächlich. Und ich finde es ganz schlimm, dass wir den Kindern so ein so eine Herausforderung übergeben. Und ich meine hauptsächlich damit das Gesellschaftliche. Dass wir jetzt die Erde zerstören, das ist auch, finde ich, auch ganz schlimm. Aber dass wir unsere Kinder in so ein Haifischbecken schmeißen, sehenden Auges. Wir wissen ganz genau, Kriege, das, was jetzt gerade passiert, das wird auf jeden Fall noch mehr werden. Das hat mich wirklich sehr gegrämt. Aber ich bin grundsätzlich ein optimistischer Mensch und glaube auch an das Gute bei uns. An das Gute und das Positive und an den Zusammenhalt in der Menschheit, der auch entstehen kann. Und da war die Pandemie für mich tatsächlich, der erste Lockdown zumindest, der war sehr positiv, weil ich da gesehen habe, okay, wenn es wirklich sein muss, es muss sein, dann reisen wir nicht mehr, dann stellen wir um auf Homeoffice, dann rücken wir zusammen, dann gucken wir links und rechts bei den Nachbarn, dann werden plötzlich Nachbarschaftsnetzwerke gegründet. Brauchen Sie was vom Einkaufen? Ich möchte nicht, dass Sie sind über 70. Ich möchte nicht, dass Sie noch einkaufen gehen. Kann ich vielleicht für Sie einkaufen? Was da entstanden ist, das war richtig schön. Das war richtig, da dachte ich, okay, wenn wir das schaffen, dann das ist das, was wir brauchen beim Klimawandel und bei den Herausforderungen, die da kommen, dieses Zusammenrücken. Bedauerlicherweise, würde ich sagen, hat das mit zunehmender Dauer der Pandemie, hat das auch ein bisschen abgenommen. Und auch da, was mir wieder ein bisschen Sorge macht, ist, dass halt dann auf den kleinen Teil, der laut schreit, gehört wird. Und das ist das, was ich gerade probiere zu verstehen und auch umzusetzen, dass eben auf diese stille Mehrheit mehr gehört wird. Dass die Leute, die sagen, ich habe absolut kein Problem mit Tempolimit, ich habe kein Problem mit mehr Klimaschutz, ich habe kein Problem, dass es einen höheren CO2-Preis gibt. Und ich kann auch einmal im Monat Fleisch essen und nicht jeden Tag. Ja, genau, dass auf die Leute gehört wird und nicht auf die 3%, die sagen, wenn ich nicht jeden Tag mein Schnitzel habe und meine Salami und meine Fleischwurst, dann geht die Welt zugrunde. Das ist so ein bisschen, das probiere ich gerade zu verstehen, aber auch da gibt es ja Leute, die das sehr viel besser verstehen als ich, nämlich alle, die mit Klimakommunikation zu tun haben und da forschen. Und das ist etwas, ich glaube, insgesamt bin ich davon überzeugt, dass wir es schaffen. Ich freue mich aber auch, dass ich meinen Teil dazu beitragen kann und dass ich gerade als Klimaforscherin dann auch vor Ort wirklich auch mit dabei sein kann und da auch zugehört wird. Also die Leute freuen sich ja auch, wenn man sagt, hier, das ist der IPCC-Bericht. Ich habe übrigens hier eine Organisation gefunden, die empfiehlt Folgendes. Und die Leute wollen, und zwar fraktionsübergreifend. Das ist nicht nur eine Partei, die das möchte. Das sind viele, viele Menschen, die Klimaschutz möchten, gerade in den Kommunen vor Ort. Und das ist etwas, dass ich das mitbekomme und auch merke, okay, mein eigenes Handeln hat sogar eine Auswirkung. Und es hat eine positive Auswirkung. Das lässt mich dann auch optimistisch in die Zukunft schauen. Trotzdem ist es immer noch eine riesen Herausforderungen. Wir sind weit entfernt vom Lösen. Aber
dass sich so viel tut und auch in allen Bereichen, zum Beispiel auch, dass jetzt auch Gesundheit mitgedacht wird und viel mehr thematisiert wird beim Thema Klimaschutz, das gibt mir auch Hoffnung. Und dass viele Unternehmen von alleine umstellen auf mehr Klimaneutralität und mehr auch das Auge darauf legen, wie können wir uns denn selber verbessern, auch ohne, dass die Politik es fordert, das finde ich auch, das sind alles sehr positive Signale. Du hast genau das beschrieben, was das beste Mittel gegen die Angst ist, nämlich selbst aktiv zu werden. Ja, die Entwicklungen machen Angst. Das ist nicht irrational, wie Ängste oft sind, sondern es ist total rational, davor Angst zu haben, vor dem, was jetzt belegt ist und schon lange belegt ist und immer besser verstanden wird und dem, was sich daraus ergibt. Und der beste Weg ist, sich schlau machen, Mund aufmachen, Arsch hochkriegen und es nicht zu akzeptieren, dass Dinge, die Menschen gemacht haben, nicht von Menschen auch zu ändern sind. Herzlichen Dank, Insa. Nehmt euch ein Beispiel. Coole Frau, so läuft's. Ja, danke schön auf jeden Fall.